Also, guten Morgen, liebe Leute. Es geht weiter. Ich? Ne? Mhm. Ja. Hast du lassen, Blüten? Ja. Mami, kannst du ein Schüssel machen? Schlimm, ja. Schauen wir mal, jetzt Montag, die letzte Woche, wo ich aufhabe. Und dann hast du nur noch. Ist heute Montag? Heute ist Montag, ja. Oh. 2 Tage. In 2 Tagen habe ich Geburtstag. Und du musst dir mal die Nase richtig sauber machen. Sieht aus, als hättest du gerade eine drauf gekriegt. Richtig sauber machen. Papi. Papi. Ich hab gerade. Süß, Papi. Kann ich das mitnehmen? Papi, tschüss. Danke. Tschüss. Kuss. Aber ich gehe jetzt zu Mama. Also nur mit den Kindern mitbringen. Ja. Mach das. Viel Spaß. Tu ihn nur etwas. Warte. Na, die ist Telefon dort. Oh, das ist eine gute Idee. Das ist von Dings. Franz Kadi. Nein. Das bleibt nur in der Kita liegen wieder und dann gibt es wieder Ärger groß. Kann auch im Wagen bleiben. Aber lass es im Wagen denn. Pass auf. Dann sag Mama, dass du es auch im Wagen lässt. Oder Mama es wieder mitnimmt dann, ja? Schlittschuhe, Handschuhe. Und eine Schnittschutzhose. Ist ein bisschen eng, ich muss ein bisschen abnehmen. Aber ansonsten in der Länge passt sie gut, finde ich. Wollen wir mal gucken. Helm? Jetzt fehlen auch Stiefel. Feuer, ne? Ja, wie war gut. Hier schenke ich dir eine Kohle. Was schenkst du mir denn da? Reservativ. Ach so. Das hilft ja nicht bei uns. Aber man muss es doch benutzen. Ach so, deswegen. Ja, aber ich meine, wo ist der? Hier, das geht durch die Preise. Wer kann sich dafür 50 Euro da eine Karte leisten? Ja. Eigentlich. Ob, nee, ich weiß nicht, ob die Oberhalb oder Unterhalb ist. Also, da Chaoten schmeißen Kloschüsseln auf Polizisten. Ja, da haben sie doch jetzt eine Zeitung im Fernsehen laufen gebracht. Kloschüssel Weitwurf, ey, was für ein Quatsch. Ja. Ja, die Welt ist verrückt. Ja. Spaß am Spielen hier, das ist so gut bei Lidl. War ein geflickter Schlauch drin? Wieso war denn ein geflickter Schlauch drin? Der da drüben wird den geflickt haben. Oder der Kunde vorher, ja. Wahrscheinlich. Der flickt da sowas nicht. Nö. Naja, und manchmal WhatsApp-Scheiße und so, das was einen so ablenkt. Das ist ja auch praktisch halt für Kunden. Also die meisten haben halt WhatsApp heutzutage. Ja. Und momentan kann ich damit nur angerufen werden und anrufen. Und das ist halt, und SMS verschicken. Und das ist ja echt ein Unterschied. Also macht mein Leben gerade sehr ruhig. Schön. Schön. Ja. Ja, aber wenn du dann wieder so einen digitalen Schnickschnack hast, so Smartphone. Ja. Nö. Ey, da bist du gar nicht mit auf der Baustelle und so was. Naja, ich hätte ja auch dann eher für einen Rucksack. Also, aber es ist schon, also da ich ja nicht im Fall am Computer sitze, ist es schon ganz gut, wenn man seine E-Mails abrufen kann. E-Mails. Siehst du, mir steckt mir ein. Damaststahl, da
darf man nicht mit Wetzeisen schleifen, weil man die zerstört. Ich habe mir hier nämlich so ein Damastmesser gekauft für 20 Euro, frag mich, wie das geht. Aber, guck mal hier, das hier ist ja nur aufgedruckt, also nehme ich mal an, weil das sieht aus wie aufgedruckt, das ist auf jeden Fall nicht, nee, aber es ist halt hier, dass du halt einen Kern hast da und, ja, und das ist doch recht scharf. Also ich habe damit mal Gemüse geschnitten, aber das ist schon recht scharf. Naja, 20 Euro, war. Ein Trick gegen was, ein Trick gegen was. Ich bin halt kein Freund von diesen Überstürzen, denn immer, ach so, ja, mach mal schnell, weil das ist ja auch, das ist ja, das Geld, okay, ist dann, ja, bezahlt man halt. Ja, wenn man Geld gleich verdient, also, ist das ja auch schnell bezahlt, so, oder wenig kostet. Aber das ist ja auch die Zeit, die man da verpulvert. Ja, naja, ohne Frage. Sitzt man da, das hätte man sich sparen können, sozusagen. Ja. Leider ging ja einfach nur darum, dass du schnell Zeitoptimierung. Eine Karte hast. Ne? Also, dass da hat ja jetzt nicht geklappt. Nee. Also insofern genau. Hat das eben voll die Zeit vergeudet. Genau, deswegen. Das ist immer, ich sehe immer nur die Zeit, das ist immer schon schade drum. Ja, ohne Frage. Hat er mal einen verarschen müssen. Tja, na, wie gesagt, hier in den Laden und dann wird der Laden gemacht. Naja, hier vorne. Hier vorne gibt es auch sowas. Ja, ich wäre jetzt nach Köpenick gegangen zur Freiheit. Oder Mandrella. Ja, halt. Du kannst gleich hier vorne machen. Bei Copies da. Wo ist denn das? Godauer Straße. Der Ölauer. Ja, dann geht doch mal vorbei, ja. Und dann kichern wir mal. Zu tun. Ah, ist ja egal, auf den Nachmittag ja nicht. Jo, 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 jo. Ja, machen wir mal Schauchränder und dann. Achso, was brauchst du? Nee, hab ich hier. Alles hier. Alles hier vor Ort. Der Frühstück und gar nichts. Ich gehe nach oben. Ich werde was essen. Ich brauche noch ein bisschen Beistand. Ja, ja, klar. Und wie das natürlich so ist, setze ich ihn zum Essen und. Kommst nicht zur Ruhe. Ja. Ach, auch ja. Naja. Passiert heute sind 6 Grad, meinen sie, wa? Morgen 16, irgendwie so. Bitte da ja nicht so kalt. Nee, ich auch nicht so kalt. Fertig. Jo, liebe Leute, im Laden bin ich, weiter geht's. Ne? Vielleicht kommt nur mir das zuvor, aber ich finde, die Lampe ist unheimlich laut geworden hier, diese Neonlampe. Die summt total. Jetzt ausmachen, dann haben wir noch weniger Licht hier. Aber es könnte durchaus sein, dass es sogar besser ist. Jetzt mache ich einen platten Reifen, da wechsle ich nur den Schlauch. Wenn ich nach oben gehe, nehme ich die Bohrmaschine mit und werde noch ein Loch in der Wand bohren, weil der Beamer fast von der Wand fällt.
Wir haben uns jetzt die letzten zwei Tage gut abgelenkt, ja. Wegen dieser Situation haben wir uns gut abgelenkt mit Filmen, haben die ganze Zeit nur Filme geguckt, haben nur da gesessen und haben Filme irgendeinen Scheiß geguckt, irgendeinen Quatsch. Naja, nicht irgendeinen Scheiß, also schon. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Einfach nur so da sitzen und irgendwas gucken. Und es war eigentlich ganz gut, weil man ist so abgelenkt. Man ist wirklich, das ist gut. Ja, man muss halt nicht die ganze Zeit dran denken. Schlimm genug ist das. Ja. Und jetzt ja, auch heute wieder weiter mit dem normalen Leben. Jetzt Fahrrad hole ich mal rein. Danke. Bitte. Ciao, ciao. Wow. Puh. Was ist denn das? Ein wilder Flicken, Alter. Meine Fresse. Der sieht ja wirklich kurios aus hier. Vor allem mit was? Mit Silikon, oder? Okay, die Decke hier ist so dünn, braucht auf alle Fälle eine Verstärkung. Und das, also da lasse ich die noch glatt da drin liegen. Mach vorher diesen Klumpen hier ab. Den Klumpen von Flicken, weil der behindert ja mehr. Dann schneide ich das Ventil wieder raus. Dann lege ich das flach in den alten Mantel rein. Und dann sagt er doch tatsächlich hier, der Cottbusser Tor vorne, der Fahrradhändler, hat ihm 12 Euro für den Schlauch abgenommen. Für den Schlauch? 12 Euro. Das glaube ich nicht. Also das kann ich nicht loben. Das wäre absoluter Hurra. Ich meine, 6 Euro, ja, kosten die. Vielleicht 7 Euro kann man noch machen. Vielleicht sogar 8 Euro in manchen Geschäften, ja. 7,90 Euro. Irgendein Scheiß. Hat das wohl so begründet, weil, ja, das ist aber Autoventil. Das ist speziell. 12 Euro? Alter, bescheiß mal eure eigenen Landsleute. Das ist eine Katastrophe. Jetzt haben wir den alten Schlauch drin, Reifen, dann kommt alter Schlauch, dann kommt der neue Schlauch, von innen schützt das Felgenband. Ja, das ist das ganze Geheimnis. Doppelter Schutz. Dunkeldosen.
Verbeult und verbogen. So. Ja? Ich hab. Was ich hab? Oh. Hä? Sie sind da? Ich bin hier. Deine Bremse ist alles Schrott, ey. Ja? Scheiße. Der ganze Rad ist Schrott. Das ist ja kein sehr gutes Rad. Ja. Aber sag ehrlich, hast du 12 Euro bezahlt für den Schlauch? Ehrlich? Mhm. Ja. Ja, 8 Euro. Nicht 12. Warum sagst du 12? Ja, ich wollte so 12. Ja, ist scheiß. Kannst du nicht sagen. 8 Euro ist Maximum. Ja, 8 Euro. Was man nehmen kann. Aber nicht immer übertreiben. Nee. 6 Euro ist normal. 8 habe ich bezahlt. 6 kostet er. Also. Ja, normal Schlauch, weil das der Autoschlauch meint der 8 Euro. Ist gleich. Ist egal, welche gut. Ich sag's nur, ne? Mhm. Guck mal, jetzt läuft die sogar. Ein bisschen Öl. Aber du hast es verbogen, das Hinterrad. Aha, okay. Und es ist kaputt hier. Das ist sehr dünn. Dann hast du hier einen Cut drin. Mhm. Hier kommt schon Gewebe durch. Da. Mhm. Scheiß. Kacke lecker, ne? Was ist? Ja, ich habe ihn geschenkt. Kaufen wir doof. Mhm. Ja. Bitte, okay. Kein Problem. Danke, danke. Ja. Alles Gute. Tschüss. Ja, ciao. Was kostet mir hier eigentlich? Ich habe mehr Klassiker, ich habe so moderne gar nicht. Ich habe mehr alles so Klassiker, alte Sachen. Aber auch, ja. Okay, danke euch. Bitte, bitte. Ciao, ciao. Moin! Moin! Bleib gerade! Na, der kleine Mann geflunkert. Oh ja. Aber 8 Euro ist Maximalpreis. Aber das ist schon, hört sich schon anders an. 12 Euro wäre schon frech. Aussaugen. Jetzt hier oben. Aussaugen. Sehr gut. Ja, und bitte, was ist das denn hier für ein Essen ohne Kartoffeln und so? Ich will nur mal. Musst du rausklicken, kann ich jetzt nicht erinnern. Oh, das war nicht gut. Ich dachte, die kriegt Mais. Du kannst auch eine Maisbüchse essen. Willst du nur Mais? Sie möchte nur Mais, bitte. Nur Mais. Lass das stehen, lass stehen. Kriegst du, nimm, mach mal. Das Mais ist schön. Eine Meermais. Bitte. Die Hafer aber. Oh, was jetzt? Oh. Böser Alarm gekleckert. Wie sie guckt. Sofort ausziehen.
Aber dann wird's heiß, wenn du kleckerst. Ich ruf sie. Ich sag's da, die Essen ist fertig, ne? Sie kommt hier an, steht sofort wieder und sagt, ich sag's, Essen ist fertig, setz dich hin. Nein, ich hab gekackert. Gerade. Was, Mama? Mama, das ja. Baby schmeckt es auch nicht, oder? Doch, schmeckt schon, aber dieses Säuerliche ist mir gerade ein bisschen... Zu viel. Ein bisschen viel, ja. Und ich hab zu viele Klößchen. Zu viel können sie auch nicht sein. Malis, ich muss sagen, ja, nicht mal so gut. Ist so schlecht, ist das Beste, Mama. Schlecht ist das neue Gut. Dass ich so hier nett, bin. Dass du ein Geschenk gekriegt hast. Wer kommt ein Geschenk bekommen, glaube ich. Also, zum ersten Mal. Vielleicht ist doch eine Briefbombe. Ist es zum ersten Mal, dass du ein Geschenk von einem Kunden gekriegt hast? Das ist schon das zweite Mal. Hä? Wow. Ich habe noch den Zeichenkoffer gekriegt. Stimmt. Ja. Sechsmal. Mensch, Malis, ey. Ich krieg nie was. Du bist halt verblüht. Die brauchen nichts, wie ihr schickt wird. Schreib gleich Brief. Brief, ja. Ja. Ja, Mensch, das ist schon nicht. Also, vierte Mal. Hallo. Hallo. Mäuse, Lampe. Ich bin zu Hause. Computer. Papi, Papi. Und jetzt? Papi, ich bin ja jetzt zu Hause. Das ist schon das siebte Mal eigentlich. Warte, Mama. Meine Schublampe. Mama, ich habe jetzt Hause. Ich habe kein Vogel mehr. Mäuselampe, Schipp. Oh. Mäuselampe, Schipp. Mäuselampe, und Surprise, Surprise. Hallo, Surprise. Papi, Papi. Mami, guck mal. Ey, du bist so ein Selbst. Du bist Mami, echt. Du hast voll. Den Puberkel. Nope. Yep. Nope. Yep. Er ist weggeflogen. Komm hier. Oh. Tommy, sie sagt, der Vogel ist woanders hingeflogen. Oh, der Piep Piep ausgeflogen. Weg ist er. Vielleicht ist er auch einfach. Komm hier. Ist nicht da. Ja. Musst du mal suchen gehen. Ganz wunderbar. Er ist nicht da. Unsere Große fängt langsam an zu spinnen. Ach Mensch. Ups. Laut ist sie. Entweder du bist so. Ja, oder total depressiv. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Scheiße, sie ist meine Mutter. Wer? Du. Oh Gott. Ich bin nicht deine Mutter. Du bist meine Mutter. Nein. So, ich geh mal die Reste. Schön, dass du es gleich gedacht hast. Ich hatte auch gerade was. Ich geh mal die Glocken abwaschen. Wie du Lampen. Glocken. Nuki. Nukusch. Nu kusch! Kusch! Wow! Hallo! Ich dachte, ich krieg buntes Licht. Bist du jetzt enttäuscht oder was? Der guckt aber schön aus jetzt wieder. Aussieht ganz sauber. Oh. Die hat ja da unten so ein Muster, wa? Ist von der Glühbirne drin. Steinchen! Oh. Ja! Steinchen! Steinchen! Ach Mann. Aber zack, zack. Oh. Tja. Jo, der vorletzte Tag ist auch umgebracht. Umgebracht. Der vorletzten Tag haben wir jetzt auch vollbracht. Jetzt ist es 20.55 Uhr. 20.55 Uhr. 30. Und Streicheln oder schwarzer Computer? Streicheln oder schwarzer Computer. Was willst du? Muss meine Tochter mal ein bisschen Maß reden.
Ja, Mensch. Wir sehen uns morgen wieder. Ich schneide nochmal. Das ist ein ganz kurzer Vlog heute. Da ist wirklich nichts groß gewesen im Laden. Und also ich war ja mehr hier oben auch. Und ja, dann schneide ich jetzt ganz kurz noch alle zusammen. Schließe unten den Laden ab. Jetzt gleich nochmal. Bin dann oben. Nuki. Wenn ich dann kurz oben schneide, kannst du in dem Moment kannst du kurz noch was gucken. Und dann komme ich aber zu dir und dann kuscheln wir nochmal zusammen schön. Ja? Mhm. Und morgen ist der letzte Tag im Laden. Hä? Morgen ist der letzte Tag im Laden. Hä? Morgen ist der letzte Tag im Laden. Hä? Morgen ist der letzte Tag im Laden. Ich dachte heute. Morgen. Heute. Morgen, heute war der vorletzte Tag. Heute. Ach Gott. Wie auch immer. Wie auch immer, genau. Tschüssi. Gute Nacht. Man sieht nur dich, nicht mich. Was für ein Ding? Man sieht nur dich, nicht mich. Man sieht nur dich, nicht mich. Man hört dich aber. Du bist frech geworden. Nee, du. Das war der Beweis. Meine Tochter steckt in ihrer ersten Pubertät. Und nee. Macht es gut. Alle Tüte euch allen und bye. Wir sehen uns morgen, okay? Genau. Gute Nacht. Ciao. Papa ist frech.